follow where she goes. Woo! I think about her and she knows it. I wanna let her take control. Yeah! 'Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Mm-hmm. Nice. Yeah. Maybe I should stop and start confessing. She's never afraid. Just picture everybody naked. Yeah. She really doesn't like to wait. They're both good. Not really into hesitation. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. We would be alright. If you were by my side and stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. We would be alright. If you were by my side and we stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it, man. You go crazy. You take all my inhibition. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Stehen immer noch. Das heißt, ihr seid zufrieden, oder? Puh, ey, ja. Ihr zwei, das war euer bester Auftritt während der ganzen Coachings. Danke sehr. Dankeschön. So fett. Geil. Wir müssen erstmal Luft holen. Ja, so, genau. Wir lassen fett, erstmal Luft. Einfach fett, Jungs. Yeah. Fett. So. Einfach fett. Danke, danke. Ich muss euch wirklich sagen, Kompliment. Auch für die Songauswahl, weil die beiden sind ja was ganz anderes als der Song. Der Song ist ein glatt gebügelter Popsong. Man merkt, Gerald kommt vom R&B, vom Soul. Du kommst von der Alternative-Szene. Man merkt auch, in der Stimme hast du nicht dieses Poppige. Das tut dem Song auch richtig gut. Das ist für mich die schwerste Entscheidung, weil da geht es wirklich nur um Geschmack, ob man lieber das Alternative mag für die nächste Runde oder ob man eher Soul im Blut hat. Und deswegen, ich könnte es wirklich, wirklich, wirklich nicht sagen. Und ich bin so heilfroh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Das ist scheiße. Samo nickt anerkennt. Ja, Gerald, wenn du hast auf die Bühne gekommen, ich habe Ray gesagt, okay, der Mann weiß, was er macht und er möchte gewinnen. Und dann, Max, du hast auf die Bühne gekommen und ich habe gesagt, der Mann auch weiß, was er macht. Es ist so cool, ihr seid beide so zu Hause auf die Bühne, macht Spaß und voll Respekt, ich könnte nie entscheiden. Danke für die Show. Ja. Dankeschön, danke. Also Kompliment erstmal an Stephanie Levan, das war echt, man spürt immer euer Stempel. Gerald, du hast diesen Klang, ich liebe es halt, ich fand es richtig stark. Max, du hast auch eine sehr erkennbare Stimme, aber ich fand, deine Energie war manchmal nicht unter Kontrolle. Du hast manche Töne einfach so rausgepresst, weil du einfach so gerockt hast. Und dadurch klang Gerald für mich manchmal besser. Aber ich glaube, weil die Mädels mehr Zeit mit dem verbracht hat, können die Entscheidung besser treffen. Danke sehr. Marc, du wolltest den Max ja auch haben, ne? Jetzt ist er da nebenan bei den Jetzt Girls. Ist er hier.
da nicht beim Power Puppy, sondern bei den müden Muddis. What? Wow. Nein, wirklich Respekt an euch beide und an euch beide. Das war richtig spektakulär. Ja, danke sehr. Sehr, sehr gut. Also ich habe mich während eures Auftritts voll oft dabei erwischt, dass ich auf Max geguckt habe. Irgendwie, ich finde, du hast da einfach eine Aura und was Besonderes. Ich würde mit dir gehen. Dankeschön. Ja, Yvonne, Stefanie, ihr kriegt euer Grinsen eigentlich gar nicht aus dem Gesicht. Ihr seid richtig happy, ne? Ja, weil das auch so schön ist, wenn ihr so viele Komplimente bekommt und das zu Recht, ne? Also wir hoffen, dass es auf einen Steel Deal möglicherweise hinausläuft. Auf jeden Fall, ne? Nicht vergessen, aber hier gibt's Steel Deals, Leute. Das kann man an dieser Stelle ja nochmal ganz unauffällig erwähnen. Ja. Also, sind wir mal ganz ehrlich, der Song war für euch beide kein Ausruhen und kein Chillen. Und Jared, wir wissen, du bist hier nicht auf die Bühne gekommen und hast gechillt, ne? Sondern ihr habt beide richtig krass an euch gearbeitet die letzten Tage. Ne? Max, du bist für mich so, ich habe die ganze Zeit so nach einem Bild gesucht. Ne? Und für mich bist du so ein Buch, was gerade erst angefangen wird, geschrieben zu werden, weißt du? Du bist noch so am Anfang, ey, du bist fucking Tuyung. Du bist 21, ey. Und du stehst hier und hast jetzt schon so eine Aura. Du bist wahnsinnig leichtfüßig in den Höhen. Du bist aber trotzdem kratzig und das hat mich im Coaching einfach wahnsinnig beeindruckt und mir hat es Freude bereitet zu sehen, dass du jeden kleinen Tipp, was die Stimme angeht, so aufgesaugt hast wie so ein Schwamm. Und dann kommst du hier auf die Bühne, machst eine Show. Es gibt einfach nichts zum Meckern. Es hat Spaß gemacht, dir zuzugucken, wirklich. Dankeschön. Das geht runter wie Öl, oder? Auf jeden Fall. Jetzt fiel schon gerade, ne, der Tipp nach Geschmack zu entscheiden, aber das ist bei euch nicht so einfach, weil wir beides mögen. Ich mag das Soulige, ich mag aber auch das Alternative Kratzige, ne, und du auch. Also, wieso macht ihr es uns so schwer? Ja. Ha? Was soll das? Also es ist eher eine Frage der Vision in eurem Fall wahrscheinlich. Müssen wir uns jetzt entscheiden? Ja, dann lasst eure Vision mal wandeln. Als allererstes, ne? Unser Grundspruch, ne, war ja immer für unser Team, hier kann niemand verlieren. Und was ihr gewonnen habt, ist, dass ihr euch getroffen habt. Yvonne und ich, wir haben lange geredet, wir haben auch gesagt, wir wollen den Auftritt auch nochmal wirken lassen auf uns. Fakt ist, wir müssen leider die Entscheidung treffen. Ich glaube, wir würden gerne mit dem Talent gehen, wo wir glauben, dass wir die Geschichte noch ein kleines bisschen weiterschreiben können und wo wir beide einfach unglaublich gerne gucken würden, wie die Geschichte ausgeht. Und wir würden heute gerne mit Max gehen. Danke euch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön.